Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder eine Rezension und zwar über ein bzw. zwei Bücher, die mir meinen Dezember sehr, sehr versüßt haben. Obwohl versüßt eigentlich nicht das passende Wort ist, sondern eher ein bisschen schauerlich gestaltet haben. Denn es geht um zwei historische Thriller oder beziehungsweise einen historischen Thriller. Ihr habt das wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Es geht um Matthew Corbett und die Hexe von Fount Royal aus dem Lucifer Verlag von Robert McCammon. Es ist eigentlich eine Geschichte, die aber in zwei Bücher aufgeteilt wurde. Und ja, ich möchte euch heute ein wenig darüber erzählen. Der liebe Lucifer Verlag hat mir die Bücher zur Verfügung gestellt, wofür ich mich nochmal herzlich bedanken möchte. Wie gesagt, sie haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss zugeben, es hat ein bisschen gedauert, beide Bücher zu lesen, aber ich bin dann auch jemand, ich möchte das dann mit Leidenschaft tun und nicht einfach nur lesen, weil ich sie lesen muss. Und ja, in der Vorweihnachtszeit und auch gerade während Weihnachten kam ich jetzt nicht so viel zu lesen. Aber ja, heute am 31.12. habe ich es beendet und ich muss sagen, die Geschichte hat mich sehr überzeugen können. Aber ich lese euch erstmal den Klappentext vor. 1699 in den Carolina-Kolonien Amerikas. Die Einwohner von Fount Royal sind überzeugt, dass eine Hexe für die unerklärlichen Tragödien in ihrem Dorf verantwortlich ist. Sie verlangen, dass die schöne Witwe Rachel Howard vor Gericht gestellt und wegen Hexerei hingerichtet wird. Der Prozess wird vom reisenden Richter Isaac Woodward mithilfe seines scharfsinnigen jungen Gerichtsdieners Matthew Corbett geführt. Matthew glaubt an Rachels Unschuld und muss sich bald den wahren Bösen stellen, das in Fount Royal umgeht. Und Stephen King hat dazu noch gesagt, eine herausragende Geschichte, fesselnd und voller Spannung. Dem kann ich definitiv nur zustimmen. Ja, wie ihr schon gehört habt, es geht vorneweg erstmal um Isaac Woodward und Matthew Corbett. Die beiden machen sich auf den Weg nach Fount Royal. Und ja, allein der Weg dorthin ist schon sehr beschwerlich. Denn die beiden kommen ein bisschen in den Hinterhalt, werden überfallen und sind eigentlich froh, dass sie überhaupt lebendig, aber ohne Kleidung und Sonstiges in Fount Royal eintreffen, wo sie eben diesen Hexenprozess führen sollen. Und ja, das macht die Geschichte schon mal etwas aufregender für die beiden, denn wie gesagt, sie haben jetzt keine Sachen mehr, keine Verhandlungssachen, ihre Schreibsachen, alles, was so halt ein Richter und sein Gerichtsdiener dabei haben, auch Perücken und Kleidungen zu dieser Zeit, müsst ihr euch halt vorstellen, alles ist weg. So, dieses nimmt schon mal ein bisschen viel Platz in der Geschichte ein, was ich nicht schlimm finde. Aber ich möchte euch das halt sagen, weil es gibt viele Leute, auch Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, die dieses Buch gelesen haben, die das ein bisschen störend fanden. Ich fand es nicht störend. Es wird halt viel Wert darauf gelegt, auf Beschreibungen und Geschehnisse. Und ja, das ist so das erste Geschehnis, mit dem wir halt in die Geschichte starten. Und ab da möchte ich eigentlich mehr gar nicht mehr verraten. Der Hexenprozess beginnt. Es werden die Leute vernommen, die etwas erlebt haben, die etwas gesehen haben. Es werden sehr, sehr, sehr viele Details in der Geschichte erwähnt, die ich mir im Nachhinein, und deswegen werde ich diese Bücher irgendwann nochmal lesen, am besten aufgeschrieben hätte, um das Ganze selbst zu lösen. Denn, um das mal kurz vorwegzunehmen, das Ende hat mir den Mund offen stehen lassen. Es hat auf einmal alles Sinn ergeben. Matthew Corbett ist ein sehr er hat seine Gedanken sehr sortiert. Es gibt dafür ein Wort, ihr werdet es gerade wahrscheinlich wissen. Aber er ist halt sehr, sehr, sehr klug und intelligent und fragt die Zeugen Dinge, wo man sich als Leser und wo auch die umstehenden Personen in der Geschichte sich fragen, was denkt der Junge sich gerade dabei? Wieso fragt er etwas so Banales, was gar nichts mit der Aufklärung dieser Geschichte zu tun hat oder dieser Verhandlung zu tun hat? Und am Ende kam es wie ein Blitzschlag in mich. Es war auf einmal alles beleuchtet, alles hatte einen Sinn, alles war richtig handfest und es war nicht so, dass man dachte, oh, wie billig oder so, weil es gibt ja diese Geschichten, wo man schon während dem Lesen weiß, oh, am Ende wird das und das passieren, deswegen passiert jetzt schon in diesem Moment dies und jenes. Aber das war nicht so, es ist dies und jenes passiert und man hat sich gefragt, wo wird das hinführen, wo geht das hin, ja. Und um noch ein bisschen weiter in die Geschichte zu gehen, es ist dann halt so, dass Matthew sich als einziger für Rachel
die eben als Hexe angesehen wird, einsetzt und ihre Unschuld beweisen möchte. Ob sie unschuldig ist oder nicht, das werde ich natürlich nicht verraten, das müsst ihr natürlich selber lesen. Aber ich fand es auch schon sehr schockierend, so etwas zu lesen, denn es war ja wirklich so. Die Leute, die haben ja handfest mit großer Überzeugung an ihren Beweisen und ihren Erzählungen festgehalten und waren der Meinung, es gibt Hexen. Und diese Menschen, die es heute auch noch geben, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass so etwas möglich ist. Aber selbst wie die Zeugen in diesem Buch ausgesagt haben und wie überzeugt sie davon waren, dass das, was sie gesehen, gehört oder ja, was ihnen nahegebracht wurde, dass sie das wirklich geglaubt haben. Und das war erschreckend, weil, wie gesagt, es war ja wahrscheinlich wirklich so. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr Hintergrundstory. Es gibt nicht nur Rachel, sondern es gibt auch, wie im Klappentext schon stand, noch andere böse Dinge, die in Fount Royal passieren. Zum Beispiel gehen einfach Häuser lichterloh und Flammen auf und keiner hat die Möglichkeit, diese Häuser einfach mit Wasser zu löschen. Und man fragt sich, wie kann das sein? Ist das auch Teufelswerk? Ist das auch die Hexe, die im Gefängnis sitzt, die diese ganze Stadt abbrennen will? Und all das wird halt irgendwann aufgelöst. Es sind natürlich Menschen ermordet worden. Auch das findet Matthew komisch, weshalb Rachel so etwas machen sollte. Und er möchte halt alles hinterfragen und begründen. Wohingegen Isaac, also der Richter, sich nur diese Zeugen anhört und für ihn eigentlich schon alles klar ist, weil man schwört auf die Bibel. Warum sollten diese Menschen lügen? Und neben diesem ganzen Drama wird Isaac Woodward, also der Richter, ziemlich schwer krank. Und der Großteil dieser Geschichte nimmt, wir bekommen viele Dinge über diese Krankheit beschrieben. Sie nimmt wirklich einen Großteil der Geschichte ein. Wir bekommen alle Behandlungen, die der Arzt Dr. Shield an Isaac vornimmt, deutlich und detailliert beschrieben. Wie er jeden Tag darum kämpft, sein Leben zu retten, sein Leben zu erhalten, ob er dies schlussendlich schafft oder nicht. Auch das müsst ihr selber lesen. Und das war so spannend, diese Methoden. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die wirklich so angewandt wurden, weil sie wurden auch erklärt. Und in der Schlussfolgerung war es dann schon logisch, dass die Leute so gedacht haben. Und vielleicht gibt es das ja heute auch noch. Also ich weiß es nicht. Es hat sich auf jeden Fall alles logisch angehört. Und dass Robert McCammon so ausführlich das recherchiert hat, fand ich schon ziemlich cool. Kann ich gar nicht anders sagen. Ich fand es wirklich cool und ich war sehr, sehr interessiert bei der Geschichte und bei der Sache. Und auch wenn es ab und zu ein wenig eklig und erschaudernd war und ich mir denke, Gott sei Dank lebe ich in der heutigen Zeit, wo es Ärzte und unsere wirklich ausgereifte Medizin schon fast gibt. Und natürlich geht es da wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren, denken die, oh Gott, wie konnten die Leute vor 50 Jahren leben? Aber ihr versteht schon, wie ich meine. Und ja, das alles war sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ist die Geschichte in zwei Bände aufgeteilt. Jedes Buch umfasst so circa 500 Seiten, würde ich sagen. Und ja, es gab Stellen, das muss ich zugeben, an denen war es ein bisschen langwierig. An denen habe ich gedacht, uff, komm, ein bisschen Fahrt wieder rein. Aber es war wirklich nicht so, dass ich gelangweilt war. Denn Robert McCammon hat auch so eine altertümliche Sprache, so einen altertümlichen Schreibstil, der mich halt sehr interessiert hat und der mich immer zum Weiterlesen animiert hat. Also ist es nie so, dass ich mit einem Kapitel einfach abgebrochen habe. Gut, ich habe auch das E-Book gelesen, also ich hatte jetzt keine Printausgabe. Ich konnte immer schön ein Kapitel lesen und das auch beenden, konnte ein bisschen darüber nachdenken und das nächste lesen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, ja, es war langwierig, also es hat wirklich lange gedauert, die Bücher zu lesen. Es sind keine Page-Turner, also für mich war es kein Page-Turner. Aber es war hochinteressant und sie haben auch beide 5 Sterne von mir bekommen. Also die Geschichte in einem hat 5 Sterne von mir bekommen, weil es einfach, es war was Neues. Ich habe so etwas noch nie gelesen, nie in dieser Art und vor allem diese gefühlt 300 Plot-Twists, die in diese Story eingebaut waren, waren der Hammer. Mich hat noch nie ein Autor so an der Nase herumgeführt und ich liebe ja auch Historisches und wie gesagt, es wurde auch viel erzählt und auch viel gezeigt, wie es damals abgelaufen ist, wie die Leute sich verhalten haben und auch die Intrigen und natürlich auch das Böse und es hat viele Thriller-Effekte. Wir lesen jetzt nicht, wie gemordet wird, aber wir bekommen doch die Leichen beschrieben und es passieren auch andere komische Dinge. Auch sexuelle Sachen werden hier drin angesprochen. Also für Kinder ist diese Geschichte definitiv nichts. Ich würde sie wirklich ab 15, 16
empfehlen, aber vielleicht doch eher später, weil ich finde, selbst mir im Nachhinein, deswegen sage ich, werde diese Bücher auch nochmal lesen, ist einfach so viel durch die Lappen gegangen. Ich lese immer aufmerksam, deswegen bin ich auch ein eher langsamer Leser als schneller Leser. Aber trotz meines aufmerksamen Lesens und auch Notizen machen, also ich habe ja eine App, wo ich dann immer ein paar Sachen kopiere und da reinspeichere, wenn es besondere Texte waren oder Sachen, die mir in Erinnerung bleiben sollen, ist mir so viel durch die Lappen gegangen, dass ich sage, ich muss dieses Buch nochmal lesen und wahrscheinlich werde ich es dann 1000-mal besser verstehen. Was heißt verstehen? 1000-mal mehr wahrnehmen in dem Moment, wo schon Details und Beweise auftauchen, als beim ersten Lesen. Natürlich war es so, dass am Ende, wo alles aufgeklärt wird und aufgedeckt wird, Dinge gesagt wurden oder Dinge erwähnt wurden, die ganz am Anfang in der Geschichte passiert sind. Und ich gedacht habe, wow, wie konnte dir das nicht auffallen? Also der Autor ist ein ziemlich guter Versteckspieler, wenn man das so sagen kann. Er versteckt seine Hinweise in Büchern sehr, sehr, sehr gut und in Textstellen besonders gut. Und ja, was kann man noch groß sagen? Also ihr merkt, die Geschichte hat mir unglaublich gut gefallen. Die Charaktere waren so super gewählt. Ich kann jetzt gar nicht zu jedem Charakter was sagen. Es gab unglaublich viele. Im Vordergrund sind, wie gesagt, der Richter und Matthew, also Isaac und Matthew. Aber wir bekommen aus vielen Sichten Dinge erzählt. Wir lesen aus verschiedenen Sichten. Es gibt den Mann, dem die Stadt gehört. Er ist so ein bisschen... ja, wie man ihn aus früheren Filmen auch kennt, immer auf 180 direkt. Man kann kaum mit ihm reden. Er hat seinen Leibeigen, der sein ganzes Geld behütet, der auch ein bisschen Groll hegt gegen seinen Arbeitgeber. Und ja, dann eben halt die Leute, die in der Stadt leben, die für die es natürlich eine große Premiere ist, dass eine Hexe bei ihnen ist, die aber auch gleichzeitig Angst haben, weil sie das natürlich glauben, was sie da erzählen. Und ja, also von vorne bis hinten war das Buch halt für mich eine 5-Sterne-Geschichte, weil diese Charaktere waren überhaupt keine Stereotypen. Jeder hatte für sich eigene Dinge vorzuweisen. Man hat auch richtig die verschiedenen Charakterfarben und Züge während dem Lesen gespürt. Ich hatte auch gleich ein Gespür für die Menschen, die gut waren und die böse waren. Ich habe mir gleich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Also dieses Gefühl hatte man während dem Lesen oder ich hatte das während dem Lesen. Und ja, es ist eine riesengroße Empfehlung, diese Bücher. Es waren übrigens auch meine ersten Bücher aus dem Lucifer Verlag. Und ich werde mir definitiv mehr Bücher ansehen. Und auch die anderen Bücher, die für Matthew Corbett erschienen sind. Also eine große Empfehlung. Und eben für Leute, die das nicht stört, dass es ein bisschen langwierigere Geschichte ist, dass es halt fast 1000 Seiten umfasst oder insgesamt 1000 Seiten umfasst, dem empfehle ich, diese Bücher zu lesen. Ihr könnt, wie gesagt, es sind ja 2 Bücher, ihr könnt ja auch erst das eine lesen und ein paar Monate später das zweite. Ich finde, das ist an einer guten Stelle getrennt worden. Es ist zwar mit einem Cliffhanger und spannend aufgehört, aber nicht so, dass man jetzt sagt, oh Gott, ich muss direkt Band 2 lesen. Aber ich bin da sowieso nicht. Ich muss mich da ein bisschen zurücknehmen. Ich kann die heftigsten Cliffhanger lesen und bin dann, ja, ist okay. Deswegen, mir macht das nichts aus. Ja, aber schaut euch diese Bücher sehr, sehr, sehr gerne mal an. Eine wirklich uneingeschränkte, große Empfehlung. Ebenso ab 15, 16. Ich denke, vorher ist das einfach zu früh. Ja, und dann danke ich euch fürs Zusehen. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, ob ihr diese Bücher gelesen habt, wie ihr sie fandet, ob ihr irgendetwas anders empfunden habt, als ich es empfunden habe. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, lest schon viel. Tschüssi.